Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Polarity. Und ja, Level Dingens 6. So. Hohe Decke. Mir vorhin noch gar nicht aufgefallen, dass die hohe Decke. Ja, und was soll ich damit jetzt anfangen? Warum ist mir da vorne noch nicht aufgefallen? Wenn es ganz rechts ist, muss ich es erwischen. Damit ich da oben an das Data-Fragment komme. Mist. Ich muss das nochmal erwischen. Bei dem Spiel kann man einfach nicht viel kommentieren. Es ist ein Konzentrationsspiel. Erster Güteklasse. Fragment Nummer 2. Da oben wird die Nummer 3 sein. Und da oben muss das Ding hin. Dazu muss ich es aber einem Test unterziehen. Okay. Da kann ich keins anbringen, oder? Aber es muss erstmal da hoch. Oh, ich darf es jetzt nicht verkacken. Mann. Ah, wieder falsch. Okay, man kann es auch wieder raus, ne? Falle alles notfalls. Jetzt muss ich da drauf kommen, dafür brauche ich einen zweiten Rot. Na, ich habe eine andere Idee. So. Weiß, was ich dafür machen muss, aber. Gott. Na, muss. Ah.
schnell weiter nach rechts. So, man kann das justieren, wo das stehen bleiben soll. Na dann. Ist ja klar, was ich als nächstes mache. Nein. Nein. Bitte. Oh, danke, danke, danke. Jetzt weiß ich endlich, wer mein Held ist. Der rote Würfel. Bring mich kurz mal dahin. Ja. Oh, also habe ich doch alles richtig gemacht. Ich dachte schon, ich muss jetzt meine ganze nicht harte Arbeit doch mal. Danke. Denke ich, habe das gut justiert. Dann muss ich noch mal ein bisschen fein justieren. Das ist ja kein Problem. Beides schön justiert. Dann hätte ich gar nicht justieren. Ach. Ach so. Dann muss ich das dabei wegnehmen. Ich muss mal vorübergehend nach da oben. Da brauche ich ja noch. Ich habe alle drei Data-Fragmente. Muss jetzt nur noch da oben das wunderschöne Ziel erreichen. Das Level war kurz, aber naja. Ja, ein zweites geht noch. Geht ein zweites noch auf jeden Fall. Ein zweites kann ich anfangen. Das ist in jedem Fall drin. Nein. Danke. Ich krieg immer so einen Schrecken. So sieht es besser aus. Gleich hinterher. Stürzt mich in letzter Zeit gerne in die Tiefe. Meine Freizeitbeschäftigung. Ah, unendlich. Hart nicht. Next Level 3 Data Collector. Auf da war kein Data Fragment, aber so gemein sind die ja nicht. Jetzt wollen die wieder mal die alten Aspekte aufleben lassen. Nein, nicht so. Ich leg das mal. Nein. Oh, hab ich jetzt mal Shift und Tab gedrückt. Oh nein, noch cool. Nein, nicht Shift und Tab. Shift und W. Schwerer. Ohne Sprit kann man hier nicht durch. Oh, dann. Nein! Mit Shift und Q. Ich möchte jetzt auch so rüberkommen. Wenn ich mal die ganze Passage mache. So, jetzt auf Rot. So, der kann da nicht durch die Barriere durch. Dann kann man nur durchbacken. Ich glaube, das ist anders gedacht, wie man das schafft. Oh. Verbuggt. Scheiße, würde ich sagen. Die wollen, dass man mehr mit alten Aspekten arbeitet. Das Level, das. Wahrscheinlich noch. Das Video geht jetzt ungefähr 10 Minuten. Da kann ich dann. Da kann ich wohl. Ein bisschen rum.
Also eigentlich müsste ich so einen Bug melden, aber da die sich um das Spiel ja nicht mehr kümmern, sondern schon an einem neuen Spiel arbeiten, werde ich das nicht tun. Ach, der Durchgang. Ich will das doch. Eben habe ich es auch geschafft. Oh Mann. Ist hier unten ein Data-Fragment oder ähnliches? Nein. Oder? Also. Ach, so soll man das eigentlich machen. Wo soll man das eigentlich machen? Ach. Aber mit gedrückt halten kann man da sich durchbuggen. Ich habe schon zwei Bugs zu melden. Ich habe ein Level gefunden. Oh. Werde ich auch nicht machen. Nee. Nein. Hier wird nicht mehr entwickelt. Warum also? Kleiner Kampf. So, ich habe gerade geguckt. 11 Minuten erst. Also. Ja. Noch ein Level. Ein schönes Spiel. Was ist da? Data-Fragment. Hätte ich übersehen, wenn ich jetzt direkt drauf gesprochen habe. Ach so, man muss das erst aktivieren. Das bleibt immer noch da, obwohl das Data-Fragment ist. Das ist auch so. Schlechter Bug. Schlechter Bug, den man nicht einbauen darf. Also Spiel des Jahres kann das nicht werden, aber so für einen kleinen Spieler wie mich, der nichts im Kopf hat, also der, für den reicht das. Hallo? Ja. Nächsten Mal entdeckt. Schmeiß es einfach mal. Hinten habe ich schon Data-Fragment gesehen. Ah, gibt nie mehr. Also wie soll ich jetzt weiter? Ach, kann man dann nur durch? Nee. Ich denke, das ist ein Fall für nächsten. Denn, ja. Da hoch muss ich. Schaffe ich das? Ohne Tricks. Dann nehme ich zwei Parts in Folge auf, damit ich das Level nie nochmal machen muss. Das ist schon kompliziert. Nein, da hoch kommt man nicht. Also alles ist so wie am Anfang. Ach. Wie kommt man? Kommt man da hoch? Dann muss man da irgendwie rüberkommen. Jetzt mal dahin. So, hier war. Ein Versuch. Ah, perfekt, nicht perfekt. Das nehme ich mal mit.
Tschö. Zu bald. Mann. Ja, das Level muss ich neu starten. Nehme ich jetzt der Ende des Parts und ich hab's eh so verkackt, wenn ich jetzt nicht unnötige Arbeit leisten möchte. Das möchte ich ja nie. Kann wenn schon mal so versuchen. Ja, das war Glück dann. Mach ich mal weiter und hat der Part eben etwas Überlänge. Oder ich mach zwei raus. Wie auch immer. Ein paar Cheats zum da hochfliegen oder so wären mal schön. Ich hätte die dann nämlich eingesetzt. Das ist doch wirklich nervig, da mal hochzukommen. Das erste Mal ist immer schön. Och Mann. Oh Mist, jetzt war ich da oben. Okay, jetzt habe ich es endgültig verkackt, oder? Na. Vielleicht habt ihr hier jetzt einen Schnitt drin. Oh. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht mache ich den Part auch einfach nur eine halbe Stunde lang. Verbuggt. Ich könnte es schon gut verbuggt haben. Moment. Apropos, habe ich schon gesagt, dass das hier eine schöne Grafik ist? Ich finde ihn nämlich sehr gut gelungen. Wie immer. Nein! Mehrmals hatte ich es fast. Okay, ich mach keinen Cut. Das habe ich jetzt spontan entschieden. Das rote Ding müsste oben liegen. Komplett. Mist. Ach, Mann. Na, versuch's beim nächsten Mal nochmal und ich sage tschüss.